Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und falls ihr euch jetzt wundert, dass das Video jetzt heute erst online geht und nicht gestern und auch heute erst zu spät von der Uhrzeit her, weil eigentlich lade ich hier immer frühs hoch. Ich hatte organisatorisch so ein bisschen Herausforderungen, sagen wir es so, und bin jetzt heute erst zum Drehen gekommen und drehe jetzt heute die Videos schon mal vor, soweit wie es geht, und muss dann noch schneiden und hochladen, deswegen wird dieses Video heute wahrscheinlich ziemlich spät auch erst online gehen. Oder ich schneide es dann schon zwischendurch und lade es zwischendurch hoch und ach, ich weiß noch nicht, wie ich es heute mache. Auf jeden Fall habe ich ja heute eine Buchvorstellung für euch, darum soll es ja heute gehen. Und zwar habe ich dieses Schätzchen hier gelesen, With or Without You von Geneva Lee. Und wie mir das Buch gefallen hat, das verrate ich euch jetzt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie immer als allererstes vorweg, ich habe das Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Buch von euch bekommen habe. Ich war ja sehr gehypt auf das Buch und ich fand ja Now and Forever wirklich richtig, richtig schön. Diese Geschichte hat mir damals sehr, sehr gut gefallen und man wurde ja im ersten Teil schon auf diesen Teil so ein bisschen angeteasert. Und man wusste ja schon, um wen es gehen wird und man hat sich natürlich die ganze Zeit gefragt, wie ist die Geschichte, was passiert da wohl? Und ja, ich war sehr, sehr gespannt auf die Geschichte und ich habe mich da schon unglaublich drauf gefreut. Und ja, ich habe das Buch gelesen. Leider, muss ich sagen, war die Geschichte eher eine Enttäuschung für mich. Wieso, weshalb, warum, erzähle ich euch gleich, aber ich erzähle euch jetzt erstmal wie immer, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Jessica und Jessica ist die beste Freundin von Jillian, unserer Protagonistin aus dem ersten Teil. Und Jessica ist eine sehr strebsame Studentin. Sie möchte gerne Medizin studieren, um Ärztin zu werden und hatte auch so einen Plan und ist generell sehr durchorganisiert und nicht spontan oder irgendwas und hat auch so einen 5-Jahres-Plan, wie ihr Leben mal aussehen soll. Und ja, eines Tages ist es dann so, dass ihr aktueller Freund ihr einen Heiratsantrag macht und sie sagt dann erstmal so nicht ja, nicht nein, sondern sie muss darüber nachdenken. Und aufgrund dieser Situation fängt sie tatsächlich mal an, irgendwie über ihr Leben so auch ein bisschen nachzudenken. Und am gleichen Abend passiert es dann noch, dass ihre andere Freundin Cassie von ihrem Freund betrogen wurde und einfach jetzt mal raus muss. Also ja, sie braucht eine Auszeit, sie will weg und bittet Jessica jetzt mit ihr zu kommen. Und zwar möchte sie in Mexiko Urlaub machen, um einfach mal abzuschalten, runterzukommen und alles zu vergessen, um halt auch quasi, ja, diesen Typen zu vergessen, der sie betrogen hat. Und ja, Jessica soll da jetzt mitkommen und eigentlich passt das ihr gar nicht, denn Mexiko, Spring Break und so, ne, ihr kennt das sicherlich, und Jessica hat da null Bock drauf und lässt sich dann aber schlussendlich überreden und fährt mit Cassie dorthin, tut vorher noch mit ihrem Freund die Beziehung beenden, weil ihr schlussendlich klar geworden ist, dass sie ihn nicht liebt und dass sie diesen Menschen nicht heiraten möchte. So. Das ist das Ausgangsszenario quasi in dieser Geschichte. Das erfährt man auf den ersten 20, 30 Seiten. Da greife ich jetzt auch nicht zu viel vorweg. Auf jeden Fall am Flughafen treffen Jessica und Cassie dann auf ihren Professor für Kommunikation, Roman Markson. Und ja, Jessica ist da irgendwie so, ach du Scheiße, was will der denn hier? Und sie unterhalten sich dann kurz mit ihm und finden heraus, dass sie in den gleichen Urlaubsort fahren wie er, denn er hat dort eine Großmutter, die er über die Ferien besuchen möchte und ja, die beiden möchten halt in diesem Ort Urlaub machen und ja, was dann mit Roman und Jessica in diesem Urlaub alles passiert, das ist es schlussendlich, worum es in diesem Buch geht. Mehr möchte ich zur Geschichte eigentlich auch nicht verraten. Ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte vom Inhalt her ja ganz gut gefallen hat. Allerdings hatte ich ein ganz großes Problem in der Geschichte. Und zwar hatte ich am Ende, wo ich mit diesem Buch fertig war, das Gefühl, ich habe das Wichtigste verpasst. Ich weiß nicht, wie ich das sonst anders erklären soll. Man liest dieses Buch und man hat immer das Gefühl, an den entsprechenden Stellen fehlt das Entscheidende. Also ich kann das echt schwer erklären, aber dieses Buch lässt sich extrem schnell lesen. Ich habe es in insgesamt, glaube ich, 4, 4,5 Stunden gelesen. Ja, also man kommt wahnsinnig schnell durch dieses Buch. Aber wie gesagt, ich habe halt das Gefühl gehabt, dass an den entsprechenden und den entscheidenden Stellen mir irgendwas fehlt. Irgendwie hat die Autorin es nicht geschafft, mich hundertprozentig von dieser Geschichte zu überzeugen und mich hundertprozentig in diese Geschichte mitzunehmen. Ich konnte mich da nicht hundertprozentig drauf einlassen. Und das war wirklich sehr, sehr komisch, weil so ein Gefühl hatte ich beim Lesen noch nie. Also an und für sich ist das wieder so eine richtig süße, niedliche Geschichte. Aber wie gesagt, ich hatte am Ende das Gefühl, ich habe die entscheidenden Stellen in dieser Geschichte verpasst. Ich finde, die Autorin hat die wichtigen Stellen, die wichtigen Szenen nicht
genug ausgebaut. Sie hat das alles immer sehr kurz und sehr schnell abgehandelt. Und das ist halt ein Problem, wo ich mir sage, gerade an Schlüsselstellen in Geschichten und auch bei Liebesgeschichten gibt es ja diese Schlüsselstellen, die sollten dann schon entsprechend ausgebaut sein und da sollten auch entsprechende Dialoge da sein, da sollten die Gefühle transportiert werden. Und das hat mir hier in diesem Buch einfach gefehlt. Also ich kann nur sagen, vom Inhalt her, wie gesagt, war die Geschichte für mich nicht hundertprozentig vollständig da. Und ansonsten, was den Verlauf der Geschichte betraf, wie das Ganze auch dramatisiert wurde in der Geschichte, das war schon alles völlig okay. Das habe ich auch gern gelesen, auch wie die Geschichte sich dann entwickelt hat und was die beiden so für Probleme überwinden mussten. Das fand ich auch alles okay. Aber wie gesagt, mir hat hier einfach etwas gefehlt und das war ein riesiges Problem. Da ich halt, wie gesagt, wirklich das Gefühl hatte, ich habe das Buch gelesen, aber ich habe irgendwie das Entscheidende verpasst. Was die Charaktere betrifft, ich mag Jessica, ich mag Roman, das sind ultrasympathische Charaktere, mit denen man auch sehr gerne mitfühlen möchte. Aber, wie gesagt, ich habe halt irgendwie das Gefühl gehabt, mir wurde nicht die Möglichkeit gegeben, mich richtig auf diese Charaktere einzulassen, weil halt die Szenen alle immer sehr schnell abgehandelt worden sind. Ansonsten, wie gesagt, fand ich die Charaktere gut. Ich fand Jessica sehr sympathisch, ich mochte Roman, ich fand die Dynamik zwischen den beiden gut und auch die Nebencharaktere haben mir wieder gut gefallen. Da kann ich mich halt im Großen und Ganzen nicht beschweren, aber es hat mich halt auf emotionaler Ebene nicht wirklich abgeholt. Vom Setting her befinden wir uns am Anfang der Geschichte in Mexiko. Im weiteren Verlauf der Geschichte sind sie dann wieder zu Hause auf dem College und das hat mir von den Beschreibungen her alles schon gut gefallen. Das hat für mich gepasst. Ich hatte da keine Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Also das war wirklich völlig okay. Und auch vom Schreibstil her kann ich sagen, dass das Buch wieder eine lockere, leichte Erzählweise hat. Aber wie gesagt, mir haben hier an entsprechenden Stellen die Formulierungen gefehlt. Und mir hat hier so ein bisschen das Gefühlvolle auch einfach gefehlt, das Emotionale. Das war irgendwie nicht da. Und das fand ich sehr, sehr schade. Also es ist auch wieder relativ kitschig, das Buch an manchen Stellen und auch dramatisch an den entsprechenden Stellen, aber ich finde halt einfach nicht genug. Ich finde, da fehlt halt einfach was und das hat sich für mich halt so durch das ganze Buch gezogen und deswegen hat das Buch mich eher enttäuscht als alles andere, weil ich halt auch wirklich aufgrund des ersten Teils so eine gewisse Erwartungshaltung auch an die Geschichte hatte, weil der erste Teil halt wirklich für mich auch emotional war und mich da auch emotional abholen konnte. Und es hat halt bei diesem Teil hier wirklich komplett gefehlt, was ich sehr, sehr schade finde, denn es hätte eine richtig geile Geschichte werden können mit dieser Ausgangssituation und mit der Story und allem, aber für mich hat halt hier einfach was gefehlt. Deswegen, wer wie ich sehr hyped ist auf dieses Buch und unbedingt wissen möchte, was mit Jessica und Roman ist, der sollte sich die Geschichte auf jeden Fall angucken. Aber es ist kein Buch, muss ich leider sagen, was ich euch allen auf jeden Fall empfehlen würde zu lesen. Anders wie beim ersten Teil, da würde ich sagen, lest dieses Buch, es ist wirklich richtig gut. Aber hier hat mir einfach das Entscheidende gefehlt und das muss ich leider Gottes so sagen. Es gibt definitiv bessere Liebesromane, es gibt bessere New Adult-Geschichten und ja, das hat mich hier leider nicht wirklich überzeugen können. Mehr kann ich zu diesem Buch im Prinzip auch nicht sagen. Also, wie ist es denn bei euch? Habt ihr das Buch schon gelesen? Und wenn ja, wie fandet ihr das Buch? Dann schreibt mir mal eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wenn ihr das Buch gelesen habt, wie ihr das empfunden habt. Wie gesagt, für mich war halt einfach am Ende, ich habe das Buch zugeklappt und hatte das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Und das fand ich echt richtig, richtig schade. Ich möchte den dritten Teil trotz allem auf jeden Fall lesen, weil mich Cassie als Charakter schon irgendwie interessiert und ich bin schon sehr gespannt auf ihre Geschichte und ich hoffe auch irgendwie, dass die Schwester von Jessica auch noch vielleicht ihre Geschichte bekommt, denn die ist auch ein sehr interessanter Charakter, auch so von dem, was man alles so bei ihr mitbekommen hat, würde mich das auch auf jeden Fall interessieren und ich hoffe einfach, dass der dritte Teil wieder anders wird und emotionaler wird und mich da halt auch wieder mehr mitnehmen kann. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.